Ihr habt es euch gewünscht und heute kommt es endlich, Little Nightmares 1. Da Little Nightmares 3 ja nun kurz bevorsteht, beziehungsweise dieses Jahr rauskommen soll, dachte ich mir, Little Nightmares 1 und 2 nochmal als Walkthrough zu bringen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und wir werden das Ganze natürlich in mehrere Parts teilen, so dass wir jedes Kapitel einzeln haben. Ihr könnt mir natürlich dann auch in den Kommentaren sagen, so, hey, nee, macht zwei Kapitel draus in einer Folge, wie ihr das natürlich gerne möchtet. Ansonsten smash den Like-Button weg für Six und lasst natürlich gerne auch ein Abo da, um nichts mehr vom Content zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt rein in das Ganze. Let's go! So, meine lieben Freunde, willkommen auf der Moor, dem Schlund, auf dem Ordnung herrscht, wie in keinem anderen Ort in Little Nightmares. Wir haben hier auch schon unsere Freunde gefunden und gehört, die Noms. Die werden wir natürlich später noch ein bisschen genauer betrachten und ich werde ein bisschen darauf eingehen, was die sind, warum die da sind und also ein kleines Zeug. Aber jetzt kommen wir erstmal dazu, denn Little Nightmares ist schon ein paar Jährchen alt. Es kam 2017 raus und ist für mich eines der besten Indie-Horror-Games, die man sich vorstellen kann. Denn das Spiel erzählt seine Story nicht mit irgendwelchen Texten, sondern ihr müsst es selber etwas interpretieren können. Das heißt, hier gibt es zig verschiedene Theorien zu und. Alles, was man sich so vorstellen kann. Und das ist halt das Schöne an dem Spiel. Niemand weiß genau, was abgeht. Aber wir sind in einem Bootstrap-Paradoxon. Und wir müssen mit Six und vielleicht sogar irgendwann auch Mono aus diesem Ganzen entkommen. Ich werde jetzt mal kurz einen kleinen Speedrun-Trick zeigen. Ihr könnt halt hier so dran springen eigentlich. Cool, ich kann es gerade nicht, weil Vorführeffekte, ihr kennt das ja, Vorführeffekte, ne? So, zack, seht ihr, da, easy. Ihr müsst einfach nur von der Kante da abspringen, dann geht das auch. Und wir werden mal schauen, ob wir, wollen wir zu, ja, ich werde mal schauen, ob ich 100% mache. Ich habe nämlich die 100% noch nicht, also machst du bitte das Licht an, Schatzi, danke. Die habe ich, wie gesagt, noch nicht. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das vielleicht hinbekommen. Wir wärmen mal den kleinen Freund hier. Ja. Oh, Six, du alte Knuddlerin, du. So, machen wir mal wieder Licht an, damit wir auch was sehen. Ja, wie gesagt, die Moor ist sowas wie der Ordnungspunkt in Little Nightmares. Das Ganze wird am Laufen gehalten vom Janitor, den Zwillingsköchen und natürlich der Lady, die magische Kräfte hat, die man später dann auch nochmal genauer sehen wird, was mit magischen Kräften gemeint ist. Werden wir wahrscheinlich dann in der letzten Folge haben. Und man kann halt schon sagen, die hat ihr Ding hier unter Kontrolle. Sehr unter Kontrolle. Finde ich aber ganz gut. Weil etwas Ordnung muss natürlich auch sein. Gerade in Little Nightmares. Wenn ihr allgemein Little Nightmares so euch dafür ein bisschen interessiert, ich verlinke euch mal unten in der Videobeschreibung mein Timeline-Video zu dem kompletten Universum von Little Nightmares. Oder ihr schaut jetzt oben rechts, dann können wir das auch da machen. Ansonsten, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist es natürlich verlinkt. Es ist halt, gerade Little Nightmares ist so ein Spiel für mich, wo ich sage, hey, die haben halt alles richtig gemacht. Gerade was halt auch das Sounddesign angeht, das Environment Design und. Also alles, was ihr so seht und hört, ist halt wirklich sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Was schon sehr geil ist.
Ich habe immer das Gefühl, dass so viele Spiele rauskommen, die nicht so auf sowas achten. Gerade was jetzt auch das Creature-Design angeht, also die Gegner und sowas, die sehen super cool aus. Es gibt natürlich viele Spiele, wo es so coole Gegner gibt, aber dann fehlt halt irgendwas anderes. Und bei Little Nightmares haben wir das einfach nicht. Bei Little Nightmares haben wir alles, was wir brauchen. Und ich kann gleich nochmal zurückgehen, wahrscheinlich. Ja, natürlich, weil ich zu langsam war. Super Sache. Das habe ich auch noch nicht hinbekommen. Ja, wie gesagt, Little Nightmares ist ein ganz gutes Gesamtpaket. Und es ist auch... Speedrun-technisch ist es zum Beispiel auch sehr, sehr cool. Da gibt es sehr geile Speedruns zu. Also wenn ihr euch da irgendwie für interessiert, dann können wir da auch gerne mal was zu machen. Vielleicht sogar auf meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da nämlich auch mal vorbeischauen. Unten in der Videobeschreibung verlinkt oder einfach It's Kugi auf Twitch. Wir streamen momentan sehr, sehr regelmäßig. Dienstags, donnerstags und samstags. Dienstag und Samstag gibt es meistens Horror und Donnerstag gibt es meistens Spiele wie Elden Ring, Zelda oder sonst irgendwas. So die 80-20-Teilung, die ich ja in der Community-Sektion mal angesprochen hatte. Und ja, da wird sich auf jeden Fall einige sehen lassen. Wir nehmen natürlich auch gerne Vorschläge an, was so Spiele angeht. Also ihr könnt alles reinschreiben, was ihr wollt. Und Six Renste, bitte, danke. Also, damit auch die Variation ein bisschen da ist, beziehungsweise die Abwechslung, weil ich finde es immer sehr langweilig, wenn man nur ein Spiel spielt die ganze Zeit. Und ja, wir haben zwar eine Main Game mit Dead by Daylight, aber ich versuche natürlich auch sehr viel andere Spiele zu spielen. Ansonsten, wenn ihr noch nicht Little Nightmares gespielt habt, dann freut euch auf jeden Fall auf einen sehr, sehr cooles, auf einen sehr, sehr coolen kleinen Walkthrough. Denn Six wird ihre Reise mit euch sehr, sehr gerne teilen. So, dann wollen wir mal gucken hier. Das Auge ist sehr gefährlich. Ihr seht, da haben wir schon so ein paar Kinder, die versteinert wurden. Ja, das ist nicht so cool. Versteinerte Kinder will keiner haben. Ich bin mir aber nicht sicher, warum das Auge versteinert. Das ist so ein Medusa-Auge. Vermute ich jetzt mal. Also, wer die Medusa jetzt nicht kennt, die Medusa ist aus der griechischen Mythologie, falls ich jetzt nicht richtig liegen sollte. Ihr wisst Bescheid, unten in die Kommentare. Ist auf jeden Fall aus der Mythologie. Ich müsste Griechenland sein. Und ist die Frau mit den Schlangenhaaren, die Menschen versteinert, sobald sie ihr in die Augen sehen, beziehungsweise sie ansehen. So. Ja, hier lernt man sogar noch ein bisschen was über Geschichte. Obwohl ich ja Geschichte persönlich jetzt nicht so krass finde. Aber es gibt schon einige Dinge, die ganz cool sind. Sagen wir mal so zum Beispiel so... Assassin's Creed zum Beispiel hat das ja auch ganz gut aufgefasst, so die ersten Teile mit den Kreuzzügen und Rittern und alles. Das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr interessant. Aber wir schweifen gerade, glaube ich, etwas vom Thema ab. Wir werden gleich das erste Mal den Janitor aus der Nähe betrachten können. Da kommt er nämlich ins... Da kommt er nämlich rein und ihr seht, da sind überall kleine Kinder, die hier rumkullern. Ja, die leben, keine Angst. Die sind einfach nur auf der Moor, um vielleicht den Köchen zu helfen. Also ich bin immer noch der Meinung, dass die den Köchen helfen und dass die das Essen mit denen zusammen zubereiten. Die Köche werdet ihr natürlich später erst kennenlernen. Aber wir werden sie kennenlernen. Freut euch auf jeden Fall schon mal drauf. So, unsere allererste Hungerattacke, die wir hier bekommen. Und in der Zeit werde ich mir erstmal ein Stückchen Cappuccino gönnen. Man kann das Ganze natürlich auch überspringen. Also, ich weiß auch wie, aber ich möchte es euch jetzt nicht zeigen, weil es ist halt doof, wenn ich das jetzt überspringe. Ist natürlich blöd, weil man halt einfach so ein bisschen Zeit verliert. Aber wir wollen das ja in Ruhe durchspielen und nicht irgendwie auf Krampf und schnell. Und gleich werdet ihr jemanden sehen, der euch vielleicht aus Little Nightmares 2 sehr bekannt sein sollte, wenn ihr das Ending gespielt habt. Also wenn ihr es zu Ende gespielt habt, falls ihr es gespielt habt. Falls nicht, zeige ich euch das auf jeden Fall auch noch. So, passt mal auf. Wir essen jetzt erstmal ein Stückchen Brot hier. Hallo. Essen ein Stückchen Brot. Schaut mal da oben rechts. Da haben wir nämlich Six ihre Glitch-Gestalt, nenne ich es mal. Ich nenne es mal Glitch-Gestalt, ja. Die
uns aufweist, dass das Ganze nach Little Nightmares 2 spielt. So, dann wollen wir mal hier rein und wollen mal schauen, dass wir das Kapitel etwas beenden, denn wir sind ja kurz vorm Ende jetzt schon. Und es ist sehr, sehr interessant, das Spiel. Wie gesagt, also ihr könnt hier wirklich reininterpretieren, was ihr wollt oder wie ihr das wollt, denn euch sind hier keine Grenzen gesetzt. Es ist halt sehr schön, wenn man ein Spiel hat, wo man halt nicht die ganze Zeit vorgegeben bekommt, wie die Geschichte zu laufen hat, sondern ihr könnt euch einfach selber Gedanken dazu machen. Und es gibt halt, glaube ich, fast gar nichts, was irgendwie großartig Hinweise darauf gibt, wie die Geschichte hier zustande gekommen ist, beziehungsweise wieso dieses Bootstrap-Paradoxon da ist. Oh, sorry. Aber es ist halt, es hat halt viel Spielraum, das Game, ne? Und ich glaube, das ist auch das, was es so beliebt macht. Weil so viele Leute sich hinsetzen können und sagen können so, hey, das und das und das ist mir aufgefallen bei dem Spiel. Und interpretieren dann halt andere Dinge, also Dinge anders wie zum Beispiel ich oder wie ihr. Und dadurch kommen halt so gute Gespräche zustande, was ich sehr, sehr geil finde. Gerade über solche Spiele. Ich bin halt auch sehr gespannt, was Little Nightmares 3 zu bieten hat dann. Und wie sich das dann spielen wird. Weil in Little Nightmares 3 könnt ihr ja mit eurem Freund zusammenspielen. Okay, würdest du bitte da hochgehen? Ja, da habt ihr ja die Möglichkeit, zu zweit zu spielen. Müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt auch einfach mit der KI spielen, aber ich denke, zu zweit macht so ein Spiel halt nochmal um einiges mehr Spaß. Ich habe das schon im Little Nightmares 2 vermisst, weil man hätte ja prinzipiell sagen können, okay, einer spielt Mono, einer spielt Six. Das wäre ganz cool gewesen, aber ja, haben sie leider nicht so mit reingenommen. Ist ja auch so, dass das Studio, was Little Nightmares 1 und 2 gemacht hat, nicht mehr dafür zuständig ist, sondern dass jetzt Supermassive Games dafür zuständig ist, das Spiel zu machen. Oder es wird wahrscheinlich einfach schon fertig sein. Keine Ahnung, ich weiß es leider nicht. Aber wir werden es halt sehen, wann es rauskommt. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass wir Little Nightmares 3 zu zweit hier durchspielen werden. Also ich habe schon jemanden, der das mit mir spielen wird. Und da habe ich mich schon drum gekümmert. Wird auf jeden Fall sehr cool werden. Und ich habe da jetzt schon richtig, richtig Lust drauf, denn dieses Spiel kann nur geil werden. So, dann wollen wir mal gucken hier. Den Nom haben wir jetzt umarmt. Wie viele Noms hier genau gibt, weiß ich jetzt nicht. Da musste ich vielleicht mal nachschauen, weil ich glaube, man bekommt nämlich einen Erfolg dafür. Aber, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen. Das werde ich euch dann einfach in der nächsten Folge sagen. Wenn wir dann das zweite Kapitel spielen. Ja, wir sind ja noch nicht durch. Oh, hier diese Egel, die Blutegel, ich weiß nicht. Sind die so, irgendwie sind die süß, aber irgendwie auch nicht, oder? Habt ihr eigentlich so Gegner, wo ihr sagt so, hey, die sind schon cool, aber irgendwie auch nicht und weiß auch nicht. Also so eine Mischung aus komischen Gefühlen, wisst ihr, was ich meine? Okay, wir halten mal kurz an, weil Six muss sich kurz ausruhen. Die Stamina-Leiste wird hier leider nämlich nicht angezeigt. Ich springe mal kurz. Oh, nein. Ja, natürlich, das Auge, wie gesagt, darf uns natürlich jetzt nicht erwischen. Ja, wir müssen jetzt natürlich nochmal warten, ganz toll. Ich kann auch hinten langlaufen, aber ach, bevor ich hinten langlaufe, ist es halt ein bisschen doof, ne? Also halt unter dem Auge kann man langlaufen. Das geht auch. Und so, jetzt müssen wir kurz warten, bis das Auge wegguckt. Und dann können wir einfach durchlaufen. Sehr schön. Kapitel 1 ist noch nicht so viel Action gewesen jetzt. Aber mit Kapitel 2 werden wir auf jeden Fall sehr viel mehr Action haben. Wir werden die ersten größeren Gegner sehen. Und wir werden den ersten großen Bossfight haben, auf den wir uns freuen können. Und damit sind wir auch durch Kapitel 1 durch. Wenn ihr Bock habt und sagt, hey, macht das bitte als zwei Kapitel in einer Folge, dann dürft ihr mir das sehr, 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 sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten beenden wir das Video nämlich jetzt hier und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr da wart zum Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge, denn in dieser werden wir uns wiedersehen. Bis dann, bye bye.